Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 22. Juli, morgens um 20 nach 6. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen Start in die neue Woche. Hallöchen, Hallöchen. Es tut mir leid, dass ich mich heute noch überhaupt nicht gemeldet habe, außer heute Morgen. Heute Morgen begann mein Tag schon morgens um kurz vor 6. Da musste der Hund dann einmal raus. Der Udo watschelt da irgendwo schon wieder im Hintergrund rum. Da musste der Hund dann raus. Ja, bis die alte Frau dann fertig war, dauerte natürlich ein paar Minuten. Und dann sind wir dann los. Dann bin ich anschließend Leergut weggefahren gebracht. Da habe ich Leergut weggebracht. So, nehmen wir das. Ne? Dann habe ich Brötchen geholt. Dann hier zu Hause angefangen mit Aufräumen. Dann haben wir gefrühstückt und weiter aufgeräumt. Also ich habe weiter aufgeräumt. Ja, dann habe ich ein paar Sachen fotografiert, was wir bei eBay reinsetzen. Und dann habe ich in meinem Keller, an meinem Basteltisch aufgeräumt, weil dann fliegt ja immer alles rum. Ja, dann habe ich da mal wieder klar Schiff gemacht. Ja, die Kinder, die sind unterwegs. Das war auf jeden Fall irgendwann bedeckt und das sah schon gefühlt aus wie Herbst. Und dann sagt der Lenja, fahr mal, wir wollen schwimmen gehen. Ich sag, heute? Ich sag, der Wind und das ist doch frisch und keine Ahnung. Nein, wir wollen schwimmen gehen. Gut, geht schwimmen. Die Emma ging mit ihrer Freundin in die Stadt. Soweit ist es schon. Und dann saßen Udo und ich hier alleine. Da bin ich dann hingegangen und hab dann noch ein bisschen am PC gemacht und hab dann vom Mittagessen weggeräumt. Wir hatten heute Bratkartoffeln mit dem Bambusfisch, jetzt ist es ja eine Bambusschale, vorher war es Alufisch, wobei bei uns heißt es immer noch Alufisch, eigentlich heißt es ja gar nicht so, aber wir sagen das. Das gab es heute, davon habe ich dann das Zeugs weggeräumt und dann kamen die immer da mit Freundin hier hin und jetzt sitze ich hier im Wintergarten und es war eigentlich angenehm hier, wobei wenn ihr jetzt hier so sitzt, ist das angenehm warm. So kann man das nennen. Ja, dann hatte ich doch, oder der Udo hat da gemacht, meine Banane, die ja keine Banane ist, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, reklamiert, weil es ja eben keine Banane ist. Und die waren so lieb und haben mir eine neue geschickt, beziehungsweise die Banane sah auch an manchen Blättern nicht so berauschend aus. Ne? Stellt sich wohl raus, dass die Blätter, die unteren, immer irgendwann weggammeln. Weil, und das sollst du dann wegmachen und dann treibt die dann nach oben, was weiß ich, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hat der Udo denen das geschrieben, ob die sich vertan haben, ne, mit dem Blümchen. Und ja, dann haben sie sich entschuldigt und sind hingegangen und haben mir eine neue geschickt. Da, 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 da. Ah, ja, schön gucken. Und der Udo gibt da den App ein und kommt wieder raus, dass das so ein komisches Blumenrohr ist. Keine Ahnung. Jetzt warten wir einfach nur noch ab, was das wird. Ob das irgendwie in der App falsch ist oder ob das eine ist und die sich nur anders nennt. Keine Ahnung. Wir warten einfach ab. Ja, so machen wir das. Genau. Ja, wie gesagt, er hatte das geschrieben, dass wir ja dann halt eben da so eine Zwerchbanane haben wollen. Die App da aber eben gesagt hat und dann sollten wir Bilder schicken und ja, und dann kam das eben mit den Blättern, aber die gehen hin und schicken uns eine neue. Fand ich wirklich sehr, sehr nett, haben wir überhaupt nicht mit gerechnet. Wir haben jetzt gedacht, dass die sagen, ja, mach das und das und dann wird das eine Banane. Nee, aber bin ich ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Freue ich mich natürlich drüber. Und schauen wir einfach mal, was das dann halt wird, ne? Ja, übrigens haben die Jungs echt Glück. Die Sonne, wann war Lenny weg? Keine Ahnung, kurz nach 2. Ja, und irgendwann um 3 riss der Himmel auf und die Sonne ist draußen. Ja, jetzt haben wir schon mittlerweile 6:30. Die Sonne scheint immer noch. Die Vögel quatschen. Hugo ist auch leise.
klar, der schreit mal zwischendurch, ne, also oder ruft, aber jetzt nicht so penetrant wie sonst. Finde ich schön. Läuft da gerade die Gitterstäbe runter. Meine Eltern sagten auch, der braucht einfach vielleicht noch mal Zeit, ne? Hoffen wir einfach mal. Und wenn nicht, wie gesagt, soweit ist ja alles in Ordnung. Ja. Ich weiß ja nicht, ob wir am Pool gehen oder nicht. Schauen wir mal. Sonst, glaube ich, habe ich heute nichts groß erlebt. Nö, nicht, dass ich wüsste. Also, falls irgendwas Neues ist, melde ich mich. Guten Morgen, wir haben heute Dienstag, den 23. Juli, morgens um 10 nach 8. Und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt oder vielleicht auch sehen könnt. Aber es regnet jetzt gerade. Und das, wo ich doch jetzt los wollte. Naja, so ist das. Wir sind ja nicht aus Zucker. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns später. Es ist irgendwie hier den ganzen Tag Gewitter gemeldet. Es ist gerade dabei. Also es hat schon einmal gedonnert. Es regnet. Und die Dinos sind draußen. Ich muss mal ranzoomen. Das lieben die ja, ne? Durch so einen Sommerregen zu stapfen, die beiden. Ja, die sind wenigstens mutig im Gegensatz zu mir. Ich bin nicht ganz so mutig. Bevor jetzt der Akku geladen werden muss, das Gewitter ist genau über uns, das hat kracht. Also heute Morgen, als ich noch in eine Wetter-App geguckt habe, da war dann von 12 bis 18 Uhr Gewitter gemeldet, da habe ich schon gedacht, oh Gott, dann ist alles rausgenommen und siehe da, das ist trotzdem Gewitter. Das schüttet, Halleluja, ich brauche definitiv heute keine Blumen gießen. Ja, der Hund unruhig, die rennt hier rum, die Kinder, beziehungsweise Emma, kommt angerannt und die stört das nicht. Normalerweise stört das der Emma auch nicht, aber dadurch, dass das ja jetzt direkt über uns ist, ist das ja dezent lauter als sonst. Ja, heute Morgen war ich mit dem Hund, anschließend war ich noch eben, der Hund latscht hier die ganze Zeit rum. Rummige, genau, irgendwo hin. Anschließend bin ich noch Brötchen holen gefahren und habe war noch kurz eben bei Rossmann, weil ich brauchte Flüssigseife für ein Badezimmer. Und dort habe ich noch alles geholt, bin da auch schon ein bisschen nass geworden. Aber wie gesagt, ich bin ja nie aus Zucker. Da würde ich jetzt auch nicht laufen wollen, ne? Das ist wieder was anderes. Ich bin nur aus ein bisschen Zucker. Ja, und dann habe ich dann hier angefangen mit Aufräumen, dann haben wir gefrühstückt und jetzt muss ich nur die Spülmaschine einräumen und anmachen. Dann habe ich das auch soweit hier alles fertig. Boah, das Allerschlimmste ist immer, und das mag der Udo nicht, deswegen bin ich froh, dass er jetzt gerade nicht da ist. Wenn Gewitter ist, bin ich ja die Erste, die immer überall die Fenster zumacht. Aber ich merke selber, in dem Moment, wo du das zumachst, erstickst du. Aber wenn du das aufhast, dann kracht das halt noch lauter, als es eh schon kracht, ne? Aber dadurch, dass das gerade hell wird, kann das sein, dass wir das hinter uns haben. Ich weiß es nicht so genau. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was da noch so kommt und was nicht. Ja, das werde ich dann jetzt mal tun. Dann muss ich noch überlegen, ich denke, heute wird es Pfannkuchen geben. Hier kackt sich ja keiner groß aus, was er zu essen geben soll. Also gib mir Pfannkuchen. Ja, das ist schnell gemacht. Heute wird schon wieder hell. Wir hoffen einfach mal, dass wir jetzt weitergeschoben haben. Ja, und das Akku blinkt jetzt, geht jeden Moment aus. Ich melde mich dann später nochmal. Nicht erschrecken. Ich habe mir die Haare gewaschen. Das abends um kurz nach 9.
Ich wollte euch, wenn der Akku da zulässt, der hat eine Ratsche, der ist schon wieder rot, euch mal zeigen, wie ich das gemacht habe mit der Frisur. Ihr könnt das mit trockenen Haare machen. Ich teste das jetzt nur einmal mit nassen oder feuchten Haaren. Mit trockenen Haare habe ich das getestet. Das sieht schon wunderbar aus. Ich wollte nur gucken, ob das dann anders ist. Ich nehme jetzt ja immer schaumfestiger. Wahrscheinlich viel zu viel. Fahre da hier einmal durch die Längen durch. Zack, 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 zack. Ja, der Blöde ist immer, ich finde das ja schön, wenn die Mädels, Frauen, wie auch immer, ihre Haare drei Tage so lassen können. Bei mir ist der andere Tag schon wieder fertig. Das ist immer blöd. Aber wir gehen jetzt in die Testphase. Einmal kopfüber. Ich weiß nicht, ob ihr mich seht, aber einfach kopfüber. Die Haare ordentlich nach vorne kämmen. So, dass alle so weit vorne sind. Zack, zack. Man hätte jetzt auch kopfüber den Schaumfestiger reinmachen können. Das müsst ihr bei trockenen Haaren nicht machen. Ich will einfach nur testen, so, dass das jetzt so hier aussieht. Dann teile ich mir das in drei Bahnen. Und dann flechte ich über Kopf. Zack. Jetzt muss ich dann auch noch schnell gegen die Zeit machen hier, damit das Akku-Dingen da nicht ausgeht. Oh nee. Schon blöde. Die Strähne habe ich nicht mit komplett mit reingenommen. Egal. Ist ja nur ein Test. Und damit ihr seht, wie es gemacht wird. Also das könnt ihr abends, wie gesagt. Oder auch dann, wenn ihr Locken haben wollt. Im trockenen Zustand machen. Dann hier unten ein kleines Gummi rein. Und dann könnt ihr nämlich auch schlafen. Also egal, ob auf der Seite. Ja, auf dem Bauch sieht dann jetzt blöd aus. Und dann legst du dir den so, das sieht gut aus, so nach hinten. Ja, wie gesagt, ich zeige euch das morgen früh, wie das aussieht. Und da kann man dann, wie gesagt, im trockenen Zustand machen und hat richtig schöne Wellen. Und ich bin gespannt, wie das bei mir morgen aussieht. Dadurch, dass die jetzt feucht sind, gut, ich gehe jetzt noch nicht schlafen. Wir schauen einfach. Ihr wisst ja, ich teste mit euch, ob das was wird oder nicht. Ja, da werde ich jetzt mal hupala weitermachen bei dem, was ich dran bin, genau. Guten Morgen, wir haben heute Mittwoch, den 24. Juli, morgens um kurz vor 8, ist angenehm frisch. Jo. Ist leicht windig. Die Wäsche steht immer noch. So sieht das hier aus. Ja, ich wünsche euch einen schönen Wochenteiler. Guten Morgen. Jetzt auch mit Gesicht. Ganz schön müde. Guck mal. Ich habe keine Ahnung, was das schon wieder ist. Ich habe das gestern gemerkt, gestern Mittag, wenn ich so durch das Auge gestrichen habe. Tat das hier hinten weh. Und gestern Abend war das Lid ganz leicht hier oben geschwollen. Der Udo hat er gar nicht gesehen. Ja, und jetzt stehe ich auf. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sieht ja auf jeden Fall schön aus. Man hat direkt einen traurigen Blick. Ja, auf jeden Fall tut das weh beim Augenrollen. Ob das ein Gerstenkorn wird, ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht. Ich wollte euch aber die Frisur zeigen. So ungefähr sieht man aus. Ich bin eine Rödeltrine und man sieht, ich schlafe auf der Seite. Dann fängt man sich das hier raus und entknotet das. Das sah gestern schon fertig aus. Ich weiß aber nicht, ob es noch feucht war.
Ja, man sollte dann, wenn auch, das Gummi dann hier rauskriegen. Dann jetzt entfrisseln wir das mal hier. Guck, wie schön schon. Alles ohne Hitze. Auf jeden Fall sind die Wellen doch schon mal ein bisschen doller als sonst. Also bei mir. Und das ist ja auch nichts Neues. Und dann nimmst du dann deine Haare, wuschelst die dann einmal so durch, als wenn deine Hände eine Bürste sind. Und siehe da, bei mir sieht das immer so wie so ein U4-platztes Käschen aus. Ja, und dann hast du dann die Haare, dann gehst du hin und frimmelst sie dann auch so, wie du das haben möchtest. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie sieht das hinten aus. Ich meine, ich mache eh einen Zopf, so ist es nicht. Ich wollte euch das einfach nur zeigen, dass, ne, hier oben jetzt ein Spänkchen rein oder was weiß ich, wie du dir deine Frisur machst. Und bei dickeren Haaren sieht das auch natürlich auch ganz anders aus. Aber ich finde dafür, dass man mit Zopf schlafen konnte und den dann aufmacht und dann solche Wellen hat, finde ich das gar nicht verkehrt. Ja, und das kannst du dann auch eben bei trockenen Haaren einfach machen, ne? So sieht's aus. Genau, genau. So, jetzt werde ich erstmal mit dem Hund gehen. Da muss ich noch was wegbringen. Dann gucke ich mal, was das mit dem Auge hier wird. Sieht ja schon lustig aus, ne? Ich habe keins drauf gekriegt. Aber guck mal, ich gucke mit beiden Augen nochmal, wie das aussieht. Naja, egal. Gucken wir aber nicht. Gucken wir aber die Löckchens an. Und ja, ich sage ja, wenn man das alles vorher vernünftig macht, das war bei mir auch so Gedrissel, dann wird das schön. Also ich finde das schön dafür, dass das ohne Hitze ist und mit Zöpken, dass du gut schlafen konntest. Also ich merke dir nie, ist das eine tolle Variante, finde ich. Und jetzt, wie gesagt, trinke ich was und dann geht's erstmal mit dem Hund raus. Da ist Flötschauge wieder. Ich habe die Haare zusammengebunden. Genau, und ja, ich war mit dem Hund, dann war ich meine Brötchenrunde, dann bin ich dann noch in der Apotheke und die sagte dann zu mir, ich soll das erstmal mit dieser Desinfektionscreme, so heißt die hier, austesten, und sollte das bis Freitag nicht besser werden, dann sollte ich einmal zum Augenarzt, weil dann brauche ich wohl ein Antibiotika. Ja, schauen wir mal. Naja, wenn ich mich im Display sehe, guck mal, ne, so gucke ich normal und so gucke ich traurig. Naja, tut auf jeden Fall weh beim Gucken. Also immer, wenn das Auge so da drunter her rollt, wie auch immer. Ja, ich sag ja immer was Neues, ne? Schauen wir mal, wie es wird. Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal die Bude ganz in Ruhe. Ich werde jetzt erstmal mein Auge eincremen und dann werden wir frühstücken und dann werde ich hier aufräumen weiter. Das wollte ich gesagt haben. Ja, das Wetter ist auch nicht so berauschend, aber wir können ja froh sein, dass es trocken ist, ne? Ja, dann schauen wir mal, was heute noch so ansteht. Ja, also sag ich mal, bis später. Und drückt mir die Daumen. Guckt mal, da seht ihr meine Freundin. Jetzt wollen wir mal gucken, dadurch, dass sie anders hier steht. Zoomen wir die mal ran. Guckt mal. Ist die nicht schön? Ich mag sie sehr. Zoome ich euch mal hier wieder raus und dann können wir da mal gucken. Ja, mit meinem Auge, ich weiß es nicht. Das verteilt sich jetzt so nach vorne. Das sieht aus wie so eine Wasserblase, wie so eine Wasserwurst.
da an dem Stück, wo man den, ja, am Lidrand trägt. Jetzt bin ich gerade hingegangen, habe das gekühlt. Oh, wie schön. Und ich habe gelesen, Entzündungshemd soll auch Schwarztee sein, Schwarzteebeutel. Die hätte Udo jetzt geholt, aber ich ihm jetzt gleich mal einen schwarzen Tee brühen. Ich brauche den Beutel. Ja, mal sieht das aus wirklich, als wenn das besser wird. Und dadurch wohl, dass sich das verteilt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. Ne? Die Creme, die machen wir dann auch noch mal schön rein. Ist das auch da drin gewesen? Ja, ich hatte nicht reingeguckt. Ich hatte das ist da. Schwarz-Tee-Mischung, das ist gar nicht schwarz. Ach so, ja, das ist schön. Er hat sogar hier in seiner Teemischung, da habe ich noch nicht reingeguckt, so einen Beutel getrunken. Wer schwarzen Tee trinkt, trinkt auch kleine Kinder. Aber das ist generell bei mir bei Tee. Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, weiß ich nicht, ob das halt besser wird. Dadurch schauen wir einfach mal. Also ich kann euch sagen, älter werden ist nichts, ne Udo? Was? Ne, wobei ich Mimi öfter bin als er. Ja, ich habe schon zum Udo gesagt, ich glaube wirklich, das liegt daran, weil ich diesen Stress nicht mehr habe. Morgens früh raus, ne, für die Schule fertig machen und dann dies und jenes und tralala und Verein hier, Sport da, weil Emma hat ja jetzt kein Schwimmen, ne? Das ist ja nur der Lenny, der Fußball hat und da kümmert der Udo sich ja drum. Ich meine, ich bin da zwar auch immer mit, aber das ist was gewesen, weil ich, ja, worum ich mich nicht direkt gekümmert habe. Ich glaube, das fehlt mir, ne? Ich glaube, mein Körper sagt, nee, hör mal, Alte, hier ist nicht mit, Relaxing, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, werden wir sehen. Es kommt immer was Neues. Wer weiß, was morgen so ist. Beide. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, der Udo hat mir einen aufs Auge gekloppt. Hm. Oh, das Schlimme ist ja, wer das nochmal so, dann wüsste ich ja, woher es kommt. Aber hier weiß ich ja überhaupt nicht. Also ich bin mir nicht bewusst, dass ich mir irgendwas ins Auge geschmiert habe. Ich schmink mich nicht. Ich creme mich nicht ein. Also von daher... Keine Ahnung. Naja, haben wir jetzt genug gejammert, ne? Und geheult. Wir werden sehen. Vielleicht habe ich irgendwann eine Piratenkappe auf oder so. Auf jeden Fall koche ich gerade Reis. Natürlich in meiner Monsi. Ich bin ja ehrlich, ich kann ja im Topf kein Reis kochen. Ne? Da bin ich jetzt so blöd für. Entweder ist er matschig oder nur knochenhart. So ein Mittelding kann ich halt nicht. Und seitdem ich mein Maschinchen habe, essen auch meine Kinder... Ne, der Lenny Reis. Der mag kein Reis. Seitdem wird das auch gegessen. Also von daher hat er doch Vorteile. Ja, und dann mache ich da Würstchen-Gulasch zu. Und ja, dann werden wir das mampfen. Und dann ist ja nachher schon wieder Fußball. Ob ich dorthin gehe, weiß ich nicht. Keine Ahnung, werde ich sehen. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal ein Teechen kochen. Und mir den Beutel auf das Auge legen. Guck mal, wie groß der schon geworden ist. Mein Bäumchen. Boah, hier flimscht aber einer. Hier sieht man auch wieder Quatschen. Die Quatschrunde. Nochmal eine Runde machen hier. So schön, der schnuppert auch so richtig toll. Also ich kann die Hummeln und Schmetterlinge und alles voll verstehen. Zip. Die ist richtig schön geworden hier, die dunkle. Hat sich richtig gut gemacht. Muss ich wirklich sagen. Die hier auch. Und hier werden die Tomaten alle rot, also alle nicht, aber wir sind gut dabei. Von reif bis hin zu, wir werden reif bis hin zu noch komplett grün. Das sieht auch gut aus. Und die schmecken wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss noch mal eine mopsen. Ja, die Gurken kann ich auch schon wieder abmachen. Da sind welche,
Hier werden die Tomaten alle. Boah, auch die Peperoni, die ist hier wieder riesig geworden. Da ist so eine kleine dran, seht ihr die? Da. Jetzt aber bisher, glaube ich, nur eine, ja. Ja, die Gurken werden hier auch. Eine wunderschönen Gladiolen. Das ist eine richtig geile Farbe. Die zweite wird auch. Die dritte steht in den Startlöcher. Ja, ist alles richtig schön geworden. Der Flamingo schwimmt auch. Der lässt es sich gut gehen. Ja. So richtig toll geworden, das Wetter. So, wir haben jetzt kurz nach 18 Uhr. Die Jungs sind zum Platz. Ich werde heute nicht mit hingehen, habe ich keine Lust zu. Ich werde dann hingehen und das Video fertig machen. Und ja, ich habe noch ein paar Teilchen zu erledigen. Ich gehe wieder an meinen Basteltisch, darf also wieder einen Auftrag bearbeiten. Auch jetzt, wie gesagt, ihr könnt mich gerne immer anschreiben. Ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ich euch was basteln darf oder ihr ja, zur Feier eingeladen seid oder ihr habt eine Feier und hättet gerne Tischgoodies oder irgendein Mitbringsel oder, meldet euch sehr gerne. Ja, genau. Das werde ich jetzt erledigen. Wie gut, dass mich dabei keiner sieht. Ja, das sieht aus. Ich finde das in dem Display schlimmer als in echt. Also auch hier, das ist ja immer so, ne? Also das sieht, aber durch das Auge sieht das irgendwie noch ein bisschen. Ja, und dadurch, dass sich das jetzt so ein bisschen nach vorne verteilt, rede ich mir manchmal ein oder denke ich mir oder sieht für mich so aus, als wenn das nicht mehr ganz so schlimm ist. Im nächsten Augenblick sieht es wieder doller aus. Wenn ich das jetzt so, das mache ich jetzt aber für euch, da sieht man sowas fast gar nicht. Ja, ich weiß nicht, was das werden will. Ob das irgendeine Reaktion auf irgendwas ist, woran ich jetzt nicht denke oder keine Ahnung. Wer weiß, wie ich morgen aufstehe. Werden wir alles sehen. Egal, jetzt werde ich die Sachen bearbeiten und fertigstellen. Euch wünsche ich noch einen schönen Restmittwoch und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal.